Hey, yo, was geht ab, Leute? Hier ist wieder euer Outperformance mit einem neuen Video zu Destiny. Das Eisenbahner-Event startet wieder, und zwar nächsten Dienstag, den 9. Mai um 19 Uhr und endet eine Woche später am Dienstag, den 16. Mai um 11 Uhr vormittags. Es wird eine Premiere im Eisenbahner-Event geben, denn es wird das erste Mal als Modus Hexenkessel gespielt werden, und zwar Hexenkessel Konflikt. Als Belohnung gibt es diesmal das Eisenbahner-Impulsgewehr der Schlaue Drache und das Maschinengewehr das Silberne Grauen. Der Schlaue Drache war, als er rausgekommen ist, eines der besten Impulsgewehre und ist auch jetzt nicht wirklich schlecht. Das Silberne Grauen hingegen ist jetzt sogar noch eines der stärksten Maschinengewehre, die ihr im PvP-Modus nutzen könnt. Als Rüstungsteile wird es den Brust- und den Beinschutz für alle Charaktere geben. Die Ausrüstungsteile, die ihr bei Lady Aphrodite kauft, sind auch meistens 99 bis 100% Items, sodass ihr mit eurer Rüstung T12 erreichen könnt. Auch die Waffen gibt es oft mit guten oder sogar Godroll Perks zu kaufen. Vergesst nicht, die Eisenbahner-Beutezüge abzuschließen, denn dort gibt es auch Waffen und Rüstungsteile, die ihr diesmal bei Lady Aphrodite nicht kaufen könnt. Falls ihr noch nicht Lichtlevel 400 seid, ist der Eisenbanner eine gute Gelegenheit, sich hochzupushen, denn alle Gegenstände droppen im Eisenbanner-Event bis zu dem maximalen Lichtlevel von 400. Das war's von mir, wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video ein Like, und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Danke fürs Zusehen, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Outperformance.